So Leute, neues Let's Play Frontline World at War. Nochmal vielen Dank für den Key. Das Spiel ist gestern auf Steam erschienen für 9,75 Euro. Momentan im Angebot für 8 Euro noch ein bisschen was. Größere Karten, wie sonst wir aus den Frontline Games kennen. Wir werden jetzt uns das Ganze mal anschauen. Ihr seht, wir haben Blitzkrieg 39,43, Europe 40, Europe 44. Ja, also ihr seht, wir können auf beide Seiten spielen. DLC werden, warte mal, die sind kostenlos, ja, kostenlos. Polen 39 und dann, denke ich mal, wenn wir die abgeschlossen haben, werden wir die freischalten. Werden wir sehen, wir werden auf jeden Fall mit Blitzkrieg 39 starten. Wie viele Missionen das Spiel hat, kann ich euch gar nicht sagen. Glaube ich, da stand gar nichts in der Beschreibung. Alle Primärziele einnehmen, erobere alle Sekundärziele, ein Erdölfeld erobern. Okay, alle Primärziele einnehmen, müssen wir natürlich am Schluss wieder machen, weil wenn wir das einnehmen, so wie wir es von den anderen Spielen kennen, werden die nämlich als nicht eingenommen oder erobert gezählt und wir bekommen nicht alle Sterne. Jetzt lasse ich mal hier schauen. Oh ja. Es sind riesengroße Karten, ey. Jetzt ist es so, ich denke mal, wir werden, wie gesagt, mit Polen beginnen. Und dann ist die Frage. Wie wird es dann weiterlaufen? Weil wir haben hier die komplette Weltkarte. Also, fast die Weltkarte, was halt hier im das Dritte Reich hier alles, wo sie im Krieg war, sehen wir jetzt zum Beispiel. Ja, ganze Ostfrontbereich. Okay, also, jetzt müssen wir nochmal schauen. Primärziele. Sind rot markiert. Ich weiß nicht, ob jetzt als Primärziele, jetzt muss ich noch mal schauen. Alles Sekundärziele ist mit diesem Radarturm oder was der oder Funkturm und ein Erdölfeld. Lass mal gucken, wo haben wir ein Erdölfeld? Er kann ja dann eigentlich nur hier sein. Ja, werden wir sehen. So, lass mich mal schauen. Today Germany undoubtedly is the dominant power on the European continent. If Russia falls, probably no continental power or even. Ich finde es sowieso immer schön, dass das auch hier mit so Übertragungen und so weiter, dass das hier alles mit eingefügt wurde. Jetzt warte mal, was haben wir denn hier? Mercer Karl ist auch dabei. Kavallerie. Sturmabteilung. Marder, hatten wir den Marder sonst auch immer? Ich weiß gar nicht. Wir werden auf jeden Fall eine Artillerie dazu. Kostet gleich 10.000. Oh. Ja, da werden wir uns, glaube ich, noch ein bisschen was aufsparen. Wir haben jetzt erstmal hier zumachen. So, da haben wir die Kavallerie. Kurzen Moment Zeit, um diese Vorschläge zu verinnerlichen, die euren Triumph auf dem Schlachtfeld festigen werden. Wir kennen ja eigentlich das Spiel. Sturmabteilung. Scheiße, mit dieser Kavallerie. Jetzt warte mal, wir werden aber auch Panzer hier mit nach unten. Ja, wohl, den einen mit nach oben. Da haben wir unser Versorgungshauptquartier. Und von Truppen. Da werden wir aber auf jeden Fall in der Nähe sein müssen von unseren Einheiten. Also ziehen wir jetzt mal mit hier runter, weil da sind wir ja nicht so viele. Der zieht sich zurück. Okay.
könnten aber trotzdem mal schauen, dass wir auch, das können wir mal zumachen. Das sind meine Videos, dass wir hier mal ein bisschen lauter machen. So. Okay. Da haben wir jetzt, der hat sich zurückgezogen. Also wir werden jetzt erstmal keine neuen Einheiten holen. Ja, und da wurde schon mal das falsche Bild für unsere Einheiten hinzugefügt. Die Alliierten, ne? Wir sind ja die Wehrmacht. Acht gegen Infanterie. Was haben die hier? Okay, warte mal, so sehen wir es, oder? Fünf gegen Panzer. So. Den haben wir eigentlich wirklich weit unten, unsere Sturmtruppen. Lass mich mal gucken, hier gegen Infanterie. 10, das ist gut. Schon einiges drauf bekommen jetzt. Lass mich mal gucken, dass, ob wir das hier unten einnehmen können. Der muss auf jeden Fall schön im Hintergrund bleiben. Ja, seht ihr ja, hier sind die Bilder vertauscht worden. Werde ich ihm auf jeden Fall dann gleich schreiben. Sehr gut. Gespannt. Okay. Ist nur Prestige. Wo sind hier dann die Ölfelder? This may be a case of self-deception. As a matter of fact, the Russian-German war is the climax. Normalerweise sind die Ziele mit diesen Symbolen hier gekennzeichnet. Ever since Germany's Blitz armies crushed France, Hitler has tried to organize his new European order, which he thought would be the natural result. He failed for the simple reason that the remaining neutral states such as Spain, Portugal, Turkey and Japan have been reluctant to join hands with the conqueror so long as the great mystery of Russia remained unsolved. Ja, wir sehen, vielleicht ist, wenn wir hier Warschein genommen haben, dass sich dann die nächsten Wolken auflösen, dass wir dann Richtung Frankreich kommen. So, den. Wobei wir jetzt Prestige haben. 2 von 7. Lass mich mal sehen. Au, absorbiert. Shit. Kann mal gucken, haben die Panzerabwehr? Nee. Der hat auch absorbiert. Das ist schon mal sehr gut. 2,8. Ja, das können wir machen. So. 10. Oh, die haben auch 8. Jetzt werden wir aber trotzdem noch... Jetzt muss ich mal gucken, ey. Was nehmen wir? Was nehmen wir? Sturmabteilung hat 10, die haben 11, 12. Was hatten die gegen Infanterie? 10. Jetzt werden wir trotzdem eine Artillerie hier mitnehmen. Ach, können wir nur hier oben einsetzen, shit. Sturmpanzer. Ist aber auch nicht so gut gegen Infanterie. Genau wie die normale Artillerie. Mercer Karl 75.000. Flammenwerfer. Gegen Panzer halt auch gut. Wir nehmen Kavallerie. Okay, müssen wir die nächste Runde warten, bis wir die einsetzen können. Die haben wir eigentlich alle durch. Runde beenden.
4 Kavallerie. Glaub. Ja, ist besser, wenn wir die hier mit nach unten bringen. Dann können wir. Ja, kommen wir nehmen das nächste Prestige. As you all know, the European War is at once the greatest and most difficult assignment radio journalism has had to handle since its inception early in the 20s. And now Elmer Davis, who will return over most of these stations at 8:55 p.m. tonight, Eastern Daylight Saving Time, for his first broadcast, Mr. Davis. Now, indeed, much of this news is propaganda. Indeed, practically all of it is propaganda. But propaganda, whether true or false, is apt to be news. From these shortwave broadcasts, we find out what foreign governments want other nations to believe. And it is usually possible to infer what they want other nations to do in support of that belief. Perhaps you would be interested in what goes on our shortwave listening station. We'll open our microphone in the listening room, a glass enclosed room just off our news studio. So. Okay. Also schon schauen, dass wir die Kavallerie hier wegkriegen. Jetzt warte mal, 1,15, das wäre natürlich gut. Den Schaden hat er ja wieder aufwerten lassen. 0,5. Achso, hier haben wir Nebenfelder. Jetzt bin ich gespannt, ob wir Verstärkung hier aufstellen können. 10.000 kann so viel. Was haben wir hier? Tiger 30.000. Ich glaube aber trotzdem, dass wir jetzt erstmal nur mit Infanterie anfangen. Genau, hier ist Frankreich nämlich. Ne, Frankreich ist noch nicht offen. Luxemburg, Brüssel, das ist jetzt offen. Danach kommt Paris. Ich weiß jetzt nicht, ob hier Infanterie reichen wird. Wir werden es jetzt mal probieren. Kavallerie werden wir mit einsetzen. Flammenwerfer-Drop. Erstmal was Gutes gegen die Infanterie erstmal. Ja, hier können wir Einheiten aus. Das passt. Jetzt warte mal. Der ist ja gut gegen Infanterie. 5000. Hinter feindlichen Linien 7500. Ja, wir nehmen jetzt ihn erstmal. Achso, da haben wir ja schon alle. So, ihr nehmt das hier ein. Prestige. Wie viel haben wir jetzt bekommen? Jetzt habe ich gar nicht aufgepasst. Dann hat sich Kavallerie eigentlich hier erstmal erledigt. Die können wir mit hier rüberziehen. Aber wir wissen aber jetzt ja nicht, ob sich hier eine gegnerische Einheit befindet. Aber wir ziehen erstmal nur bis zu der Brücke. Du bleibst hier im Hintergrund. Wertet sich immer wieder auf hier. Jetzt kommen die Russen schon. Jetzt warte mal, da haben wir Flammenwerfer. Sehr gut, der zieht sich zurück. Wir gehen hier in die Stadt rein. Kritisch. Jetzt ist die Frage, Luxemburg, ist einer oder ist keiner? Ist keiner. Was hatte der jetzt gegen Infanterie? 11. Das sind diese scheiß Bunkeranlagen. Ich glaube, hier wäre es trotzdem besser, wenn wir Artillerie mitnehmen. Auch. So, du bleibst hier. Okay. Hier haben wir ein Ölfeld.
Lass mich mal hier schnell schauen bei den Zielen. Erobere alle Sekundärziele. Da haben wir eins. Also wir erobern wirklich komplett. Das müssten ja die ganzen Hauptziele ja sein. Und das wird auf jeden Fall dauern. So. Geht's mit hier hoch. Da haben wir diese Artillerie. Ich hoffe mal, wir kriegen ihn jetzt weg. Ah ja, das müssen wir schaffen. Erster Hammer. So. Dann. Okay, die Artillerie. Wir werden jetzt zu dieser Kavallerie hier nicht kommen. Zerstört. Und doch, wir kommen hin. Kommen die Russen dann hier rüber? Wir schauen jetzt erstmal, dass die Kavallerie wegkommt, dass die sich hier nicht wieder auffrischen können. Perfekt. Müssten eigentlich hier mit Panzern aufrüsten. Wir nehmen jetzt 14, oh, 26. 15.000. 14. Wir nehmen ihn. Ja, können hier schon mal einsetzen. Nehmen. Noch mit. So. Haben wir jetzt erstmal ein bisschen was wir gegen die Russen hier einsetzen können. So. Die haben wir, glaube ich, alle betätigt. Ja. Runde beenden, ne? Jetzt ist natürlich die Frage, müssen wir jetzt die komplette Map durchspielen oder gibt es einen Speicherpunkt? Ich weiß gar nicht. Ich muss mal gucken. Haben wir was? Ah, speichern und beenden. Ja, also können wir mittendrin aufhören. Okay. Zurück hier vor. Hier haben wir Prestige. Wir werden jetzt hier aber auch Panzer brauchen. Nehmen wir den hier. 13.000 und den, die zwei Panzer. Ja, das glaube ich mache ich nicht. Was haben wir hier? Flammenwerfer. Bräuchte man eigentlich Grenadiere? Haben wir welche? Oh. Aber hört, es ist schon ein bisschen besser geworden. Ist weg. Die haben wir alle, da müssen wir vor. Wir werden jetzt mal von den Bunkern außerhalb rumgehen. Da können wir eh nichts machen. Ja. Da müssen wir auch aufpassen, dass der Russe hier nicht weiter wieder vorrückt. So, wie schaut es hier aus? Das Problem ist natürlich, dass wir keine Einheit heilen können. Was kostet dieser Supply? 5.000. Okay, dann brauchen wir erstmal hier... Supply müssen wir einnehmen. Weil die sind schon geschwächt, wenn wir uns mal das hier so anschauen. Mal den tun wir jetzt auf jeden Fall mal weg. Der ist zu schwach. Unsere Panzer lassen wir... Okay, die Minen können wir schnell zerstören. Können wir dann trotzdem unsere Panzer hier eingraben. Werden wir auch mit ihm hier machen. So, hier geht zurück. Die haben wir schon betätigt.
situated under the Epp estuary. Ah, schaut mal an, wir bekommen pro Runde sogar auch Prestige. Sind 8300 haben wir bekommen. Wieso? It would mean a quick deoccupation of Russia's three most important Black Sea ports. Ich hoffe, dass die Grenadiere gegen die Panzer hier was machen können. Und kommt schon einiges an Panzern. So. Lass mich mal schauen, der hat 41, das geht eigentlich noch. Ah, der ist ein bisschen angeknackst, aber ansonsten. Jetzt warte mal, wir ziehen die Kavallerie zurück. Wenn die jetzt erstmal 9-12, das ist nicht so gut. Probieren jetzt mal, ob das mit dem Einkesseln hier noch funktioniert. Ja, funktioniert. Ah, komm. Problem ist natürlich, dass wir unsere Einheit jetzt nicht mehr bewegen können, weil wir jetzt alle bewegt haben. Wir kommen jetzt hier leider nicht rein. Das macht aber erstmal nichts. Ach so, die Ölfelder sind hier mit dieser Ölpumpe hier versehen. So, wie schaut es mit den Panzern aus? Der Russe hat sich auch eingegraben, schaut hin. Also, wir graben uns auf jeden Fall jetzt erstmal hier... Ne, das können wir ja nicht. Wir müssen das ja auch in der angegebenen Rundenzahl hier schaffen. Wir können ja nicht so lange dastehen und warten. Okay, da kriegen wir drauf. Wir können jetzt auch... Oh, jetzt gibt gar keinen Zurück-Button. Shit. Ja, ist halt so. So, 6-3. Da haben wir Kavallerie. Ja, ist auch nicht so gut. Okay, Runde beenden. Ne? Ja, wir bekommen immer um die 8000 noch ein bisschen was pro Runde Prestige dazu. Ich frage mich halt, wie es ist, wenn wir jetzt Paris einnehmen, ob sich dann die Einheiten von den Franzosen auflösen oder nicht. Wir werden... Ach komm, wir gehen auf den. Die Bunkeranlage lassen wir jetzt erstmal aus. Wir müssen schauen, dass wir hier die Einheit wegkriegen. Da haben wir den Panzer. Ah, wir können die Panzerfaust nicht nutzen. Warum nicht? Wäre natürlich schon gut. Panzer, was hatten wir? 16, glaube ich, ja. Also hier ist halt wirklich so, dass es mit der Einkesselung mit den Panzer sehr gut funktionieren könnte. Also ich finde es super, dass die Karten so riesengroß sind. Den weg, den vor. Kriegen wir weg? Ich hoffe. Yes. Also den werden wir auf jeden Fall heilen müssen. Jetzt muss ich mal gucken. Das können wir aber nur machen, wenn wir ihn nicht bewegen.
So, Nachschub-LKW wird auf jeden Fall hier mitgebracht. Panzerkampfwagen 3. Was haben wir hier an Panzereinheiten vom Gegner? Das sehen wir noch nicht. Also sparen wir uns den Rest Prestige erstmal. Die sind angeschlagen. Warte mal, kommt der hier nicht vor? Nee, achso, weil der außerhalb von der Straße ist, deswegen. Blöd ist natürlich, wenn wir jetzt in der Runde 90 sind und wir sehen, wir schaffen es nicht mehr, dann haben wir das Ganze umsonst gespielt. So, du musst weg. Dann nehmen wir Prestige ein, ziehen die Einheiten mit nach vorne. Was haben wir denn hier unten überhaupt? 13. Ja, jetzt kriegen wir weg. Ja, sehr gut. Achso, Elite-Einheiten, woran sehen wir eine Elite-Einheit? Warte mal, Bonus-Attack. Ah, Elite-Unit, dort sehen wir es an diesem Panzersymbol. Ja, müsst ihr da, warte mal. Ach, hier wird nur gezeigt, warte mal. Oder ist es Elite, wenn sie die Tarn... Ah, ich... So, und ziehen unseren Panzer nach vorne und hauen ihn weg. So. Not all news reporting is international. Some very interesting notes of social significance. 3-5, das schaut auch nicht so gut aus. Wie schaut es mit Infanterie aus? 6-7. Naja, das ist nicht gut. Warte mal, er hat 11. Er hat 10. Also dürften wir eigentlich hier gar nicht so viel. Oh, 3-11, das geht eigentlich. Jetzt mal schauen, was wir auf, wenn wir auf der Brücke stehen. 0-6, das kann man lassen, ne? Jetzt schauen wir mal, dass wir hier schnell auf Paris kommen. Aber ich denke mal, hier werden noch versteckte Einheiten drin stehen. So. Wir schauen jetzt mal wegen der Heilung. Ja, okay, kostet diesmal alles sehr, sehr viel Prestige. Aber es macht jetzt erstmal nichts.
No, sir. You don't have to belong to Cafe Society to afford a star shave. 10 cents a pack. Können wir hier gar keine Frischschläge absetzen? 14 star blades for a quarter. And be sure to get a star or gem Griechenland, keine Frischschläge. Na, hier oben, da bräuchten wir keine. Okay, wir könnten hier... Machen wir jetzt. Oh, leck, schaut euch das an. Der ist flankiert. Jetzt wird er mal, den müssen wir aufwerten, bevor er hier drauf geht. Scharfschützen haben wir auch keine. So, komm. Elite Unit. Jetzt müssen wir mal gucken. Sehen wir hier den Unterschied? Ich glaube nicht. Was machen wir jetzt mit dem Panzer? Der steht halt ewig lang jetzt schon hier rum. Wir können aber trotzdem schauen, dass wir die Minenfelder wegkriegen. Ja, weil so bekommt er nämlich auch XP. Du musst hier bleiben. So. Was haben wir hier? Da stehen auch die Russen. Ich weiß jetzt nicht, ob die hier rüber rücken oder nicht. Aber ich denke, mit einer Einheit auf Griechenland wäre schon ein bisschen bitter. Wir werden jetzt mal Richtung Russland gehen. Wehrmacht ziehen. Nehmen normale Wehrmacht mit. Ja, wobei eine Panzereinheit vielleicht doch noch gut wäre. Komm, Kavallerie nehmen wir mit. Zweimal. Ach, okay, die haben wir ja schon betätigt. Okay, Runde beenden, ne? Da müssen wir schauen, dass wir den Panzer so schnell wie möglich hier wegbekommen. Wir müssen natürlich auch aufpassen, dass hier sich keiner ergibt. So, Runde 11. Schaut euch mal das an. Also, wir haben wirklich einiges, was wir noch erobern müssen. Bin gespannt, ob wir das schaffen. Aber wir haben schon wieder die Italiener vergessen. Müssen wir aufpassen. Weiter könnten wir wirklich schauen, dass wir jetzt erstmal hier... Das sind dann, glaube ich, nur... Ach, da ist auch nur einer. Vielleicht hier unten. Ich weiß nicht, ob das reicht. Einnehmen. Und dann, da wir helfen haben, wieder verschiffen und nach Griechenland rüberfahren. Müssen wir mal probieren. Ich würde sagen, also 96 Runden sind viel. Machen wir so, dass wir pro Video 10 Runden spielen, müssen wir doch eigentlich gut hinkommen. Ja, was soll ich sagen? Also, wie gesagt, ich habe alle Frontline-Teile, ich finde alles super. Humaner Preis, muss man dazu sagen. Ist ein Solo-Projekt, was auch die anderen Teile schon waren. Also von mir... wird das Spiel immer einen Daumen nach oben bekommen, ja. Und es kommen auch immer neue Erweiterungen dazu. Vor allem, die sind ja auch noch kostenlos, muss man auch sagen, ja. Ich unterstütze den Entwickler schon die ganze Zeit. Ich werde auch ihm die Fehler, alle Fehler, was ich immer so bemerke, werde ich ihm auch melden. Und wie gesagt, da ist es nicht so... Scheiß auf den Fehler, ich warte jetzt einen Monat, bis ich den behebe, sondern er versucht wirklich so schnell wie möglich seine Fehler zu beheben. Und das finde ich super. Ja, also, von mir ganz klare Kaufempfehlung und vor allem schaut euch die großen Karten an. Also früher hat man ja
lügen. Ein Drittel von den Karten? Ja, bestimmt. Und ich glaube, aber viermal so groß hat er gesagt. Aber das ist super. Und vor allem jetzt auch mit dem Prestige. Hier wurde jetzt ein bisschen angehoben, weil ihr seht ja selber, Mercer Karl 75.000, Sturmpanzer 15.000. Ich weiß nicht, ob die Prestige-Werte vorher auch schon so hoch waren. Jetzt müsst ihr nämlich genau schauen, was kaufe ich mir? Ihr könnt jetzt nicht ununterbrochen kaufen, genauso wie unsere Fliegerangriffe. Folge wieder, wenn wir mit Runde 11 weitermachen. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und wie gesagt, für alle, die einen Key bekommen haben, hinterlasst bitte eine Bewertung. Macht's es gut. Tschüss.